So heftig hat Fortuna noch nie im Wintertrainingslager geschuftet. Hart, härter, Friedhelm Funkel quält Fortuna zum Aufstieg. Donnerstag gab es zwei knackige Einheiten, zusammen fast 4 Stunden. Gestern das Megaprogramm, morgens um 7.30 Uhr noch im Dunkeln auf der beleuchteten Meerespromenade, ein zügiger 30-Minuten-Lauf. Um 10 Uhr dann knapp 2 Stunden auf dem Platz Krafttraining und Steigerungsläufe. Um 16.30 Uhr die Fortsetzung. Hart, härter, Friedhelm Funkel zu Bild: Wir müssen mehr machen als alle anderen Clubs in der 2. Liga, denn wir sind jetzt die Gejagten. Um 7.30 Uhr ging es zum Lauf an die Promenade. Muskeltraining. Die Spieler müssen Eisen stemmen. Wobei dem Trainer die Rolle gefällt: Ich bin doch lieber der Gejagte als der Jäger. Wirst du gejagt, stehst du oben und hast schon was geleistet. Funkel quält Fortuna zum Aufstieg. Und den will er unbedingt. Für ihn und den Club wäre es jeweils die 6. Bundesliga-Rückkehr. Schon jetzt hält Funkel mit 5 Bundesliga-Aufstiegen den Trainerrekord. Nun bastelt er daran, sich endgültig unsterblich in dieser Disziplin zu machen. Abkühlung. Dumann läuft bei 20 Grad in Marbella der Schweiß in Strömen. Völlig fertig. Ersatztorwart Wiesner krümmt sich und muss mal kurz pausieren. Und seine Spieler stöhnen zwar, ziehen aber voll mit. Kahn Ayhan, 23, ich kann mich nicht erinnern, schon mal so hart trainiert zu haben. Aber wir wissen ja, wofür Torhüter Raphael Wolf, 29, es ist wirklich intensiv. Fortuna Düsseldorf grüßt Weihnachten von der Tabellenspitze. Und Trainer Funkel probt mit einem Test gegen den BVB schon für die Bundesliga. Als am Nachmittag bei einem Spiel die Kräfte schwanden, knallte der Trainer dazwischen: Das ist nichts. Kein Feuer, Altherrenfußball. Ich will mehr sehen. Der Weg in die Bundesliga kann qualvoll sein.